Für die Migranten auf der Gregoretti ist eine Lösung gefunden. Italiens Innenminister Matteo Salvini teilte auf Facebook mit, dass die mehr als 100 Geretteten an Bord an Land gehen dürfen. Neben Deutschland hätten sich Portugal, Frankreich, Luxemburg, Irland und kirchliche Institutionen in Italien dazu bereit erklärt, die Menschen aufzunehmen. Das Schiff der italienischen Küstenwache liegt seit Samstagnacht im sizilianischen Augusta. Salvini ließ seitdem 16 Menschen an Land gehen. Seinen Angaben nach waren zuletzt noch 116 Flüchtlinge an Bord. Italien will erreichen, dass gerettete Flüchtlinge auch in anderen Ländern anlanden. Deutschland und Frankreich scheiterten bisher mit den Bemühungen, ein EU-weites Verteilungsprinzip zu schaffen.